So, meine Lieben, herzlich willkommen am Dienstagmorgen. Wir sind direkt nach dem Stream wieder an der Aufnahme beteiligt. Es sind alle genauso da, wie wir auch am Samstag waren. Und ja, der Hof steht noch, zumindest bei mir, bei den anderen denke ich mal auch. Und wir machen mal weiter, dass die Nacht vorbeigeht. Und die anderen? Auf drei. Eins, zwei, drei. Moin. Jetzt doch. Ja, moin. Schön, dass ihr da seid, liebe Leute. Auch von mir natürlich nochmal der Ecke groß. Danke fürs Reinschalten. So, was machen wir Schönes? Wir dürfen, wenn Hawk jetzt aktiv spielen kann, wieder einen Helfer Er ein. kann aktiv spielen, es funktioniert. Hawk ist zurück. Super. Gut, das ist doch schon mal eine schöne Nachricht. Mal gucken, was. Ja, da hätte ich auch mal eher drauf kommen können. Was hast du Wieso, was jetzt hast du gemacht? gemacht? Ich habe den Laptop von meiner Frau genommen. Ja, das auf seinem Rechner irgendwie nicht hinhaut. Ja, das Komische ist, auch im Singleplayer, selber Spielstand, selbe Mods, es läuft. Matchmap, alles das gleiche, es läuft. Also muss es irgendwie am Rechner liegen. Salazar, hattest du jetzt mal irgendwie eine Mission angenommen? Jetzt, ja, nachdem ich geschaut habe, was passiert ist, habe ich jetzt eine angenommen. Ja. Von Quatsch. Da kannst du mit dem Deutsch drüber juckeln? Lügen, ernsthaft? Nein, wir sind jetzt ja vollzählig. Du kannst dann nach dem Vorgewende den Helfer verlassen. Ja, stimmt. Sebastian, wenn noch Paletten am Hof sind, muss das einer von den Bauhofleuten aufnehmen. Ja. Salazar, haben wir überhaupt einen Flug? Ja. Wo steht der denn? Auf der, zum Haus hin, an den Stellen. Ja, doch auch dieses Hofsilo, ne? Salazar? Ja. Warum funktioniert das nicht? Wie funktioniert nicht? Warum kann ich da nichts abkippen? Da haben wir heute noch nichts reingetan, deshalb weiß ich nicht. Dürfen wir nicht irgendwie mehrere Leute haben, die das gleiche Silo haben? Ist das irgendwie buggy? Oder ist es, also ich habe schon eigentlich sonst hier Holländer. Jenny, Gerd? Hast du auch Düngerpaletten auf dem Hof oder nur die beiden Saatgutpaletten? Musst du gucken, was noch steht. Ansonsten musst du aus dem Saatgut, aus dem Düngerstreuer rausnehmen. Guck mal in deine Lok rein. Ich habe ein Warning drin. Placeable Storage has invalid fill to wood. Kann nicht sein, dass da kein Weizen in dem Teil drin ist. Lua Call Stack. Das habe ich doch heute schon mal gehört, dass er keinen Weizen nimmt. Ja. Also ich habe das nicht mein Mod. Ja. Ich bin raus. Nee, weil das war der Matze heute Nachmittag. Weizen nicht. Welches Lager? Gut, dass wir es deswegen draufgesetzt haben. Ja, müssen wir fürs nächste Mal korrigieren. Nutzt nix. Jetzt werden wir unser ganzes Weizen nicht los. Das ist natürlich schlecht. So, ist das kaputt, das Hofsilo? Wo kommt das denn her? Welches? Jemals Weizen eingelagert? Das kann natürlich sein. Nein. Salazar, welches? Erinnerst du mich nochmal bitte dran? Unser großes, was wir haben, mit 5 Millionen Kapazität. Ja, ich such's nochmal raus. Normalerweise, es dauert 2 Minuten. Aber das geht natürlich jetzt in der Aufnahme nicht, weil wir dann alle wieder raus und alle joinen und Server neu und ach, das dauert also hier viel zu lange. Wird auf nächste Woche korrigiert. Können wir es dann irgendwie verkaufen? Brauchst du nicht verkaufen. Okay, jetzt geht auf die 64. Nee, ja, ich meine hier das Weizen. Ich habe ja keine Kapazität mehr. Ich stecke mir hier 3 Anhänger mit Weizen. Doch. Kann ich jetzt hier nicht eine Stunde stehen lassen. Und geht die Brücke hoch? Ja, ist ja nur dann alles umgebrettet worden, was du mal Raffeis und Daniel. Sieht gut aus. Reifeisen ist schlechter Preis. Weizen müssten wir eigentlich zum Westhafen. Ja. Zu uns? Heute mit Anhänger, also mit vollem hier gespannt. Maxim, ich hab's gesehen, ich bin auf dem Weg. Alles klar. Ich fange jetzt an auf der 67, den Hafer zu. Mit LKW und Anhängern, was geht so ungefähr? Okay. Können wir gleich mal die ersten Ladungen in die Pflanzenschutz schmeißen. Voll habe. Ja. Torsten, ich komme dann nach Haugleide zu. Ja, ich mache erstmal das Vorgewende. Immer ringsrum. Warte mal, ich mach das. Es gibt auch ein Lager für 15.000. Da können wir was zwischenlagern, das verkaufen wir dann wieder.
Das spart uns klar. Also, ne? Da passen 200.000 Liter rein, leider nur. Aber dann werden wir den Weizen zumindest jetzt los. Alles andere ist ja, ja total bescheuert irgendwie. Müssen wir nur wieder verkaufen. Also, wenn wir dann in der nächsten Aufnahmesession haben, wir ja noch Zeit für Hofgestaltung, ne? Weil das haue ich jetzt einfach hier erstmal irgendwo hin. Komm, ich stelle es bei der BGA hin. Können wir es dann auch erstmal lassen. Wie gesagt, das Silo wird geändert auf nächste Woche. Setze ich mich morgen ran, morgen früh. Ja, muss nur einmal kurz gucken wegen den Fülltyps, ob der Weizen falsch geschrieben ist. Das ist doch komisch. Und warum mit Mal? Wieso ist das hin? Wir haben doch, wir spielen doch mit diesem, mit dem Ding schon seit über 1,5 Jahren. Geworden. Seitdem das ist der Mod nie geändert worden. Ich weiß nicht, ob der Mod halt gut ist oder ob der ein Problem. Habt ihr auf dem Multi, hattet ihr ja nicht unterschiedliche Höfe mit unterschiedlichen Silos. Da kann er jetzt auch nicht schnallen, dass wir. Nein, der Matze hat aber heute Nachmittag das Problem auch gehabt auf unserem Marsch. Ja. Dass er sagt, er kann da den Weizen nicht abliefern. Ja, das Silo kann kein Weizen. Wenn man nämlich mal in die Übersicht geht, wo man die ganzen Lagerstände hat, ist für Weizen auch kein Lager eingetragen. Aber das ist neu. Keine Ahnung. Aber ihr habt doch davon kein Update gemacht von dem Ding, oder? Nee. Eigentlich. Das ist komplett neu. Egal, wir rennen jetzt erstmal los, zumindest bis 200.000 Liter. Das heißt, wir haben die Anhänger wieder frei. Das ist ja nicht ganz uninteressant. Leute. So, wir sind wieder einmal 5 Geschwindigkeit. Tamara, ich bräuchte gleich den Fendtweg im Ansehen. Alles noch im Reich? Ja. Auch alles noch im Reich. Haben wir noch einen anderen Traktor? Der Deutz, aber der ist zu schwach auf der Brust, glaube ich. Aber ich guck mal kurz. Dann lass mich wenigstens diese eine Reihe hier noch schnell fertig machen. Gibst du alles rein an Getreide auf dem Feld, Gerd? Ich hoffe, dass alles in die LKW ist. Weizen ist eingetragen. Wir haben jetzt ein Silo auf dem Hof für 200.000 Liter. Weizen. Okay. Interessant. Ja, das hat mir jetzt gerade keine Ruhe gelassen. Er gibt der Logo wer an. Kaufschirm. Für Weizen. Das Silo. Weizen ist eingetragen. In dem Silo? Ja. Gerade gesehen. Ich bin seit 1,5 Jahren damit, ja. Das ist mir nichts aufgefallen. Da ist jetzt die Woche oder gestern irgendwas passiert. Wahrscheinlich der Umzug von Nitrado. Kann ich mir nicht vorstellen. Deshalb geht ein Mod kaputt, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Kann höchstens sein, dass Tamara ein Multiplayer tauglich ist für unterschiedliche Höfe. Wie ich es machen kann. Okay. Ist der Storage, ich weiß nicht, wie das Teil programmiert ist. Das ist auf jeden Fall nicht ganz koscher. Es, wie gesagt, mich wundert's. Müssen wir mal gucken, ansonsten müssen wir es wieder verkaufen und Geld gut geschrieben kriegen, wenn es kaputt ist und nicht nutzbar ist. Wir gucken es die Woche durch. Jetzt seit 2 Tagen, da hat keiner von uns Hand angelegt. Was habt ihr denn schon eingelagert bei euch? Wir hatten über 3,5 Millionen Weizen drin in dem Lager. Nein, im Spiel hier bei uns. Ja, jetzt habe ich nur Hafer drin. Okay, aber ihr konntet letztes Mal oder heute schon einlagern. Ja, letztes Mal. Ja, wie gesagt, im normalen Spielstand haben die Jungs das ja auch und da funktionierte das dann heute Mittag auch nicht mit Weizen. Und da haben sie ja nur einen Hof. Genau, das kann nämlich ein Unterschied sein. Nein, da konnten sie auch keinen Weizen. Ich habe auch Probleme gehabt mit, so. Ich will keinen Weizen haben. Deshalb rede ich ja davon, dass das ein Problem vom Serverseitig sein muss. Besten das Silo, ich guck mal das mal schnell in den Bayern. Und die Farben sind über Large NF Marsch wahrscheinlich. Ja.
Gehen wir mal schnell raus aus dem Mod-Ordner. Packen und mal gucken. Ordner ist hingeschmissen auf den Desktop, da ist. Ah, ein Silo da. Lied steht drin. Sag ich ja. Aber schon mit 02. Kann es nicht liegen. Das stimmt ja alles. Ich denke, das ist nicht gut programmiert, wahrscheinlich. Das Problem ist erst seit heute. Ja, das eine ist Zufall, glaube ich. Ich habe mir also Nitrado-Server-Umzug macht eigentlich keinen Sinn, dass das eingeht. Und wir machen. Man hat das letzte Mal Weizen einlagern wollen und wir hatten echt 3 Millionen Weizen schon drin. Ja! Das ist es ja, wir auf der Marsch haben wir überall alles voll. Ja, das ist tatsächlich in der Tat. Versuch machen. Mod runterschmeißen, neu hochladen. Dass er sich irgendwo verschluckt hat. Ja, da muss natürlich dann gucken, was ihr jetzt habt. Ihr was eingelagert aktuell? Wir haben noch kein Silo stehen. Der Hafer, also ihr nicht, aber Salazar und Marcel. Ja, wir haben da jetzt Hafer drin. Wir haben Daniel sein Silo stehen. Hätte ich auch genommen, wenn ich mehr Geld hätte. Das Team Bauhof besser dran. Ich kann doch den Fehler auch nicht finden. Wo steht denn eigentlich im Safe Game die Silo-Mengen? Items und dann ja, Farm-Silo. Weil das Interessante ist auch, bei dem Silo wird Weizen bei den Symbolen nicht mit aufgeführt, bei der Silo-Erweiterung ist Weizen mit aufgeführt. Ich sag ja, vielleicht hat er sich verschluckt. Das hat mit dem Füllen nichts zu tun, das ist nur welches Symbol angezeigt wird. Kann ich auch machen, wenn ich also im Zentrallager, wenn du oben reinschreibst, was er alles nimmt, zeigt er das an. Das ist aber egal, ob du es oben reinschreibst oder nicht. Ach so, okay. Wichtig ist, dass es unten drin steht. Nicht oben. Oben ist wirklich nur das Symbol für die Optik. Mhm. Aber unten ist weiter die Technik, dass es dann auch wird. Mhm. Vielleicht hat es sich wirklich nur verschluckt. Dann, da ist auch kein Schreibfehler oder so drin bei dem oberen. Oder im oberen steht es gar nicht drin, meinst du? Doch, ne, ich hab mich vertan, Entschuldigung. Ein Fehler. Gehen wir hier hin, meine Lieben. Oh, ihr könnt ja schon wieder striegeln. Die BGA ist fast leer gelaufen, Gerd. Ja, nein, striegeln, oh, pflanzt du weiter an. Ich hab's gerade noch gerettet. Weil mit der 30er Zeit war komplett, also 40.000 Liter waren noch drin, ne? Also das heißt fast leer gelaufen. Ja, hoffen wir, dass wir was gerettet kriegen. Bin da platziert jetzt. Wie hast du noch zum Ernten? Nee, keine Ahnung, woran das liegen könnte. Vor einem Schwan. Versuch runterschmeißen, neu hochladen, versuchen. Ja. Ich tippe drauf, dass es sich verschluckt hat. Dass es nicht richtig liest. Mhm. Kann passieren. Thorsten, was wäre wichtiger? Die 65 düngen oder bei dir gleich striegeln? 65 düngen. Also dann mache ich das zuerst. Bei 67 kann ich höchstens hinterher nochmal spritzen. Ja, meine Lieben, hoi, hoi, hoi. Und wir schaffen es irgendwie nicht, den ganzen Kladderadatschiff fertig zu kriegen. Ich bin froh, wenn wir da die Heuballen runter haben.
Das kriegen wir schon hin. Was hast du hingesetzt? Reparieren. Ah. Klappt's bei dir? Ja. Okay. Musstest du aus dem Düngerstreuer nehmen, oder? Ja. Der ist auch leer jetzt. Ja. Brauche auch demnächst Dünger. Ich habe jetzt noch 3700 Liter. Ja, müssen wir bestellen. Mit dem Überladewagen. Tamara? Ja. Könntet ihr liefern mit Überladewagen? Ja. Dankeschön. Was brauchst du? Immer. Viel. Viel? Weiß ich nicht, was reinpasst. Okay. In die Sämaschine. Aber Sebastian, da ist ja noch ein bisschen was drin, oder? Prozentmäßig. Jo, 74% noch. Ja, also. Gibt er dir dann Bescheid, Tamara? Das reicht ja bis Donnerstag. Also brauchst du jetzt noch keins. Akut nee, nicht, außerdem ist die Brücke eh noch zu. Ja, offen. Na, halt an! Nicht schwimmen gehen. Was ist los? Hatte ich mir auch gerade gedacht. Ich war vorhin auch gerade mein schönes Frontgewicht ein bisschen gereinigt im Bach. Hat's geholfen? Nö. Nicht wirklich. Ja, das wäre ja noch ein bisschen Realismus. Für das nächste LS. Ich bin ja mal gespannt, was die sich da einfallen lassen. Na, scheinbar noch gar nichts. Ich hab nicht wirklich was, ne? Das wird dann LS23. Mindestens. Ja, irgendwie sowas. Und selbst dann bringt es noch raus, wo es total verpackt ist, wie das jedes Mal so ist. Ja, Hauptsache, die kriegen dann mal endlich eine Multicore-Performance hin. Ne, was? Multicore-Performance. Ja, glaubst du dran? Nee, nicht wirklich. Ja, also. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Du weißt doch, geh vom Schlimmsten aus, dann wirst du positiv überrascht. Ja, vielleicht vielleicht schaffen sie es. Giant schafft es aber, das immer noch zu unterbieten. Thorsten, hab grad festgestellt, ich glaube, du bist mit dem Dünger besser als ich. Also die zweite Reihe gleich mal komplett verhunzt wegen dem Ansetzen. Okay. Oh wei. Was haben wir die Jungs da getrieben, die zwei Wochen? Keine Ahnung, wo es drüber. Oh. Ich weiß nicht, worüber er lacht, meine Lieben. Nein, ich kann schlecht hören. Er hat also irgendwas gehört, was richtig zum Quietschen ist. Ich werde euch nachher mal im nächsten Livestream dann sagen, was es war. Ja, das hergestellte verkaufen kann man natürlich auch, aber. Den Drescher ist wieder nach hoch.
die Vögel zwitschern und wir haben Hornmusik im Hintergrund. Reparieren stellen wir auch den Kercher hin, ne? Ja. Kriegen wir schon hin. Bringen wir erstmal die ganzen Ballen nach vorne und von da aus wird dann weitergefahren. Macht es dann deutlich einfacher. So, packen wir. Ja, G-Hawk war jetzt auch mit drauf, ne? Wir können Helfer einstellen, ne? Ja. Hawk ist wieder im Spiel. Ja, es funktioniert sogar. Juhu. Gut, dass man noch einen zweiten Bildschirm hat. Party. Ja, Bildschirm an Laptop angeschlossen und lass gehen. Ja. Warum auch nicht? Wusst wie? Ich verstehe aber nicht, warum es bei mir auf dem Rechner nicht läuft. Kriegen wir schon hin. Denke auch, ansonsten nochmal alles neu installieren. Das hilft. Ich hab erst alles neu installiert, das ist es ja. Er hat sich wahrscheinlich irgendwas verschluckt. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Erstmal Pause machen. Wer macht Pause? Du? Ja. Also. Ich kann hier den Grill schon mal anschmeißen, der hier auf der Veranda steht. Lecker. Was? Den kann ich hin und her tragen? Einige Sachen sind tragbar, ja. Also woanders hinstellen. Nee, Objekt ist zu schwer. Oh. Da fehlt wieder der starke Bauer. Ja. Ist so. Ja, der ist manchmal praktisch. Ja. Wo hast du den Silo hingesetzt? Wo hast du den Silo hingesetzt? Oder? Aber das geht ja nicht. Das Kleine meinst du, ne? Das Kleine ist hier. Ja, der Dritte. Ja, vielleicht sollten wir uns auch nochmal überlegen, Geld zu sammeln und in eines der anderen Produktion zu investieren. Haus. Ist da schon einer beim Haus oder was? Ja, hinter dem Dünger. Müsste man mal gucken. Bisschen kopieren. Aber. Das werden wir wahrscheinlich erst am Donnerstag da war frühestens, glaube ich eher am Samstag, im nächsten Livestream sehen. Ich hoffe, dass wir diese Unmengen an Ballen mal hier entsorgt kriegen. Das sieht auch ein bisschen aus dann. Ein paar Äste abschneiden. Jürgen? Ja? Was machst du gerade? Das macht ja nicht, aber zwei, das war auch gut. Packen, als Deutsche sagt. Ich muss noch mal überlegen, wo wir tanken wollen. Ach so, ja. Warum? Weil ich jetzt mit Schneiden fertig bin. Wie schneiden? Mähen. Ach so. Meint, ich soll Schwaden kommen. Ja, dann könnte ich die 58 nochmal mähen. Die 58 kannst du nicht mähen. Da ist Vermehrungsgras drauf. Ach so,
Okay. Das geht dann nicht. Ja, nächste Fuhre können wir direkt durchfahren. Wenn wir Waren dran haben, können wir da gerade Stroh wegsammeln. Das ist kein Problem. Ja. Ja, dann brauchst du die Ballenpresse gar nicht wegnehmen. Ja, hast du auch wieder recht. Der kleine Trecker ist ein bisschen untermotorisiert für diesen Hänger. Bleib hier immer hängen. Aber passend zur Brückenöffnung haben wir auch schon wieder unsere 25 Minuten erreicht. Oh. Mhm. Time flies when you're having fun. Ja. Zeller? Oder wolltest du 30 machen, Dani? Nö, nö, ja, kann ruhig. Du hast angefangen, ne? Jo. Dann würde ich mal sagen, ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Dienstagmorgen. Es wird nicht so heiß bei euch. Ja. Und wir sehen hoffentlich uns alle am Donnerstag wieder. Und somit sage ich von meiner Seite tschüss. Und die anderen kommen bei 3. 1, 2, 3. Tschüss. Tschüss.